Umsonst gefahren. Für den Rücken. Wunsch, in welche Richtung wir gucken, oder? In den Bereich. Gut. Und wenn wir dann aber hintereinander sprechen und so stehen bleiben, wie wir sind, oder sollen wir nachher lieber die Plätze wechseln? Das, was ist angenehmer? Das ist einfacher zu tauschen, glaube ich. Ja? Dann, komm. Gut, okay. Dann wechseln wir. Danach du und dann du. Ne? Ja, erstmal herzlich willkommen zum Doorstep im Anschluss an die Kabinettssitzung, die Sonderkabinettssitzung, die wir gerade eben durchgeführt haben, gemeinsam mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Monika Heinold und unserer Innenministerin Sabine Süderlin-Waag. Wollen wir Ihnen kurz skizzieren, worüber wir miteinander gesprochen haben. Wir haben heute beraten über die aktuelle Situation. Ich will an den Beginn nochmal ausdrücklich stellen den Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, an alle Kräfte, die im Einsatz gewesen sind, auch im Hauptamt, die überall Verantwortung getragen haben, und mich dafür bedanken, nicht nur für die Zeit der akuten Hilfe, die geleistet worden ist, sondern dass bis in diese Stunden hinein und auch in den nächsten Tagen Menschen im Land bereit sind, Aufbauarbeit zu machen, dass Schäden ausgebessert werden. Mein Appell übrigens an viele Menschen in unserem Land ist, nehmen Sie bitte ernst, wenn dort Absperrungen gemacht werden, auch wenn Schäden nicht unmittelbar sichtbar sind. Diese Absperrbänder haben ihren Sinn. Und meine Bitte ist wirklich, da nicht hinzugehen, nichts kaputt zu machen. Im Moment müssen Schäden auch aufgenommen werden. Und mein Dank gilt all denjenigen, die im Moment auch daran helfen. Ich will übrigens ausdrücklich auch sagen, dass die Zusammenarbeit in der gesamten Abarbeitung auch in den letzten Tagen mit den Kreisen, auch mit den Krisenstäben dort durch unseren Krisenstab im Land ausgesprochen gut gelaufen ist, eine wirklich sehr, sehr gute Abstimmung stattgefunden hat und wir dadurch die Bewältigung dieser großen Herausforderung stets auch im Griff gehabt haben. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren, auch von unserer Seite aus. Deswegen war es notwendig und richtig, dass wir heute die Situation beraten haben und miteinander vereinbart haben, dass wir jetzt auch Aufbauhilfe leisten als Landesregierung, dass wir zu unserer Verantwortung stehen, dass wir vom ersten Tag an auch gesagt haben, werden wir jetzt entsprechend auch umsetzen. Im Moment sind wir in der Phase, die entstandenen Schäden auch aufzunehmen, sie zu quantifizieren und in den nächsten Tagen eine genaue Berechnungsgröße zu haben, über welche Größenordnung wir bei den entstehenden Schäden auch sprechen. Schon heute sind wir uns im Kabinett einig geworden, dass es einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds geben wird im Land, den wir mit den Kommunen gemeinsam auflegen werden. Dafür werden wir gemeinsam auch die kommunalen Spitzenverbände, auch die betroffenen Kommunen in der kommenden Woche am Mittwoch zu einem Gespräch einladen. Erstmal, um auch zu sehen, wie hoch sind die entstandenen Schäden, aber wie finanzieren wir das in unserem Land entsprechend auch. Hier geht es natürlich darum,
dass wir als Land selbstverständlich unsere landeseigene Infrastruktur selbst natürlich finanzieren müssen, den Aufbau, dass wir darüber reden, touristische Küstenschutzinfrastruktur auch in kommunaler Hoheit bzw. im Bereich der Wasser- und Bodenverbände, wie bewältigen wir gemeinsam diese Herausforderung. Aber natürlich wissen wir auch, dass viele Schäden auch entstanden sind, auch bei privaten Besitz in unserem Land. Und hier werden wir, bis Versicherungsschutz greift, bis die Versicherungen gezahlt werden, auch über Überbrückungshilfen, Darlehen in den Bereichen auch helfen. Aber Sie wissen alle auch, dass wir Situationen haben, dass es auch betroffene Menschen gibt in unserem Land, die über keinen Versicherungsschutz verfügen, weil es in bestimmten Bereichen, die sozusagen vom Hochwasser bedroht sind, es nicht möglich ist, Versicherungen abzuschließen. Hier wird es Härtefallregelungen auch geben, wo wir auch mit direkter Unterstützung diese Menschen auch in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen, sie unterstützen. Hier ist es wichtig, auch von meiner Seite aus nochmal zu betonen, dass wir dringend darauf warten, dass der Bund das umsetzt, was wir miteinander in der Ministerpräsidentenkonferenz schon lange verabredet haben, nämlich eine Elementarschadenversicherung. Ich glaube, an solchen Beispielen sehen wir, wie wichtig es wäre, wenn es hier eine entsprechende Versicherungslösung auch gäbe. Ich werde das bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November nochmal in aller Klarheit und Deutlichkeit ansprechen. Ohnehin ist es so, dass wir bei der Bewältigung dieser Herausforderung in Schleswig-Holstein auch auf die Unterstützung von Bund und anderen Ländern angewiesen sind. So wie wir das auch in der Vergangenheit bei der Hochwasserkatastrophe 2021 im Ahrtal hatten, dass es eine gemeinsame solidarische Aktion war, wir uns gegenseitig geholfen haben, wir auch aus Schleswig-Holstein Hilfen geleistet haben, um diese Herausforderung zu bewältigen, sprechen wir hier auch bei dieser Naturkatastrophe von einer gemeinsamen Aufgabe. Ich werde mich entsprechend auch mit einem Schreiben an den Bundeskanzler auch im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz richten, um hier auch die Unterstützung des Bundes auch einzufordern. Hier gibt es unterschiedliche Instrumente, aber wir kennen die GAC-Mittel. Dort ist ja der Bereich Küstenschutz auch, wo es dann dringend auch einer Anhebung bedarf. Aber hier werden wir den Bund natürlich auch mit in die Verantwortung nehmen. Ich will abschließend noch sagen, dass ich die Landtagspräsidentin darum gebeten habe, in der kommenden Woche eine Regierungserklärung abzugeben. Und wir haben uns darauf verständigt, dass am nächsten Freitag eine Sondersitzung des Landtages stattfinden wird, am 3. November, wo ich diese Regierungserklärung auch für die Landesregierung abgeben werde. Ja, einen schönen guten Abend. Das Motto heißt Helfen und Handeln. Das haben viele Bürgerinnen und Bürger am Wochenende vorbildlich gezeigt. Feuerwehrmänner und Frauen, Bürgermeisterinnen, Kommunalvertretung, Hauptamt, Ehrenamt, alle waren unterwegs in Eigenverantwortung, in Nachbarschaftshilfe und in einem Miteinander für die Daseinsvorsorge. Und dafür, und das haben wir heute Morgen nochmal deutlich gemacht, sind wir als Landesregierung sehr, sehr dankbar. Und es zeigt erneut, in schwierigen Zeiten steht unser Land zusammen. Helfen und Handeln heißt natürlich auch für uns und für den Landeshaushalt, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Wir haben uns heute darauf verständigt, dass das Wichtigste jetzt eine Bestandsaufnahme ist, eine Schadensanalyse. Wir haben die drei Kategorien, wie vom Ministerpräsident vorgestellt, sortiert, des Wiederaufbaufonds, der Härtefallhilfe und des Darlehens als Überbrückungshilfe. Über Größenordnung können wir heute selbstverständlich noch nichts sagen, weil jetzt erst einmal die Schadensanalyse vor Ort stattfinden muss. Als Finanzministerium sind wir heute an den Bund herangetreten mit der Bitte, dass das Bundesfinanzministerium zustimmt, dass wir einen Katastrophenerlass auf den Weg bringen. Ein Katastrophenerlass hat zur Folge, dass wir insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer steuerrechtlich, dass wir ihnen helfen können, dass gestundet werden kann, dass Vorauszahlungen später stattfinden
können, sodass die Finanzämter flexibel handeln können. Das ist in den letzten Krisenjahren, hat das immer wieder sehr gut funktioniert, kann auch diesmal funktionieren. Es braucht einmal die Genehmigung des Bundesfinanzministeriums. Das haben wir heute auf den Weg gebracht und unsere Finanzämter sind bereits informiert. Insofern heißt das, in den nächsten Tagen weiter anpacken, analysieren, helfen, handeln. Und da stehen wir wie immer als Landesregierung geschlossen, Seite an Seite, und bringen schnell und unkompliziert auf den Weg, was geregelt werden muss. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich war in den letzten Tagen viel unterwegs und habe mir die Städten angeguckt, wo die Ostsee gewütet hat, kann man sagen. Es ist ein erheblicher Schaden entstanden an öffentlichen Einrichtungen, aber auch natürlich an Privatbesitz. Und das wird sicherlich auch lange dauern, bis das alles wieder so ist, wie es mal war. Und wir werden dann auch sicherlich gucken, wo noch Verbesserung vorgenommen werden muss und wo auch manche Dinge vielleicht etwas anders wieder aufgebaut werden muss. Aber ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass unser Katastrophenschutzsystem und die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in den Katastrophenschutz getätigt haben, dass die sich wirklich ausgezahlt haben. Es hat sehr gut funktioniert mit dem Warnsystem. Wir haben da überhaupt keine Klagen gehört. Das modulare Warnsystem hat funktioniert. Die Leute wussten, was auf sie zukommt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen können, dadurch und natürlich, das haben meine beiden Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt, dadurch, dass wir so eine riesengroße Hilfsbereitschaft hatten im Land, sowohl von den Ehrenamtlern als auch von den Hauptamtlern, konnte Schlimmeres verhindert werden. Sie wissen, dass die Personenschäden, wir haben eine Tote zu beklagen, aber ansonsten haben wir zwei Leichtverletzte bei den Einsatzkräften gehabt. Und ich glaube, das hängt auch alles damit zusammen, dass wir gut und koordiniert zusammengearbeitet haben, dass unser Katastrophenschutzsystem funktioniert hat. Und bei allem, bei dem, was wir jetzt beklagen müssen, dazu hat der Ministerpräsident und die Finanzministerin schon was gesagt. Und natürlich heißt es auch, dass wir unser Katastrophenschutzsystem weiter ausbauen. Das haben wir ja auch schon mehrfach angekündigt. Aber ich glaube, man kann sagen, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und vielen Dank an alle, die da geholfen haben, das zu verhindern. Herr Ministerpräsident, Sie sind sehr unkonkret geblieben, was die Zahlen angeht, sprechen von einer Bestandsaufnahme. Das kann ja aber Wochen dauern. Die Kommunen wollen jetzt ja wissen, wie es weitergeht, auch vielleicht noch in dieser Woche. Sie haben erst einen Termin für kommende Woche anberaumt. Welches Signal können Sie denn ansonsten nochmal den Kommunen geben, auch in Geldsumme? Wir reden von mehreren Millionen, 100 Millionen Euro Schaden. Ich will nicht über Summen spekulieren, sondern wir machen eine solide Bestandsaufnahme. Unsere Zusage ist da, dass wir einen gemeinsamen Fonds auch auflegen. Von daher wissen die Kommunen, dass wir uns unserer Verantwortung auch als Land stellen. Und selbstverständlich müssen wir uns mit den Kommunen zusammensetzen. Deswegen habe ich die Einladung auch ausgesprochen, damit wir diesen Fonds gemeinsam auf den Weg geben. Und wir haben heute sehr klar definiert, wer auch berechtigt ist, am Ende Hilfe zu bekommen. Dass wir uns um unsere eigene Landesinfrastruktur selbst kümmern, ist vollkommen klar. Dass wir die Kommunen aber auch unterstützen, wenn es sozusagen um die Regionaldeiche geht und wenn es um Schäden an der touristischen Infrastruktur geht. Auch die Botschaft ist klar. Und wir kümmern uns auch um die Menschen, die privat im Moment in schwieriger Lage sind. Wenn Versicherungsleistungen erst später gezahlt werden, werden wir Hilfen zwischendurch in Form von Darlehen zur Verfügung stellen. Aber eben auch dann, wenn eben keine Versicherung abgeschlossen werden konnten. Auch hier ist die Botschaft klar, dass wir als Land hier auch mit Unterstützung auch arbeiten werden, dass wir wenige Tage, nachdem ein solches Unglück stattgefunden hat, eine Jahrhundertflut, noch nicht hundertprozentig definieren können, über welche Größenordnung wir sprechen, hat sehr, sehr gute Gründe. Und im Übrigen können die Kommunen das selbst auch gar nicht quantifizieren, sondern sie müssen das genauso aufnehmen. Das machen wir im Schulterschluss, das wird die gesamte Woche auch in Anspruch nehmen. Aber klar ist ja, wir helfen und diese Botschaft ist für die Kommunen, glaube ich, die entscheidende. Müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass in Zukunft Infrastruktur wie zum Beispiel Hafeninfrastruktur nicht deutlich ertüchtigt werden muss? Denn wenn man sich die Situation zum Beispiel in Kiel, Schulze, Strandl und Dampf anguckt, das sind ja Schlachtfelder, die man gesehen hat. Muss da nicht ordentlich investiert werden, um für so etwas in Zukunft gewappnet zu sein?
Wir haben ordentlich investiert. Wir haben eine gut ausgebaute Infrastruktur. Ich glaube, es ist hinlänglich dokumentiert, dass wir, was Hafeninfrastruktur angeht, auch eine Menge Investitionsbedarf haben. Das ist übrigens keine alleinige Aufgabe auch von Land und Kommunen, sondern hier brauchen wir definitiv auch Unterstützung des Bundes in den Bereichen. Das haben wir auch mehrfach adressiert an der Stelle. Aber ich will nochmal an der Stelle betonen, wir haben eine Jahrhundertflut, wir haben Hochwasser in einer Größenordnung gehabt, wie wir es seit 1904 nicht gehabt haben. Und obwohl wir ein solches Hochwasser hatten, wurde zügig reagiert. Wir haben wenige Verletzte unter den Einsatzkräften. Durch das Hochwasser ist niemand persönlich zu Schaden gekommen, sondern wir haben Sachschäden. Und ja, wir werden uns an allen Orten angucken müssen, wie ist die Sicherung auch in den Bereichen, wie ist auch unsere touristische Infrastruktur abgesichert, wie können wir unsere Häfen noch besser schützen. Denn natürlich müssen wir uns noch besser darauf vorbereiten. Wer wollte das bestreiten? Und das werden wir selbstverständlich auch tun. Frau Ministerin, dafür wird eine Menge Geld nötig sein. Woher kommt das Geld? Die Kassen des Landes waren schon vor dem Sturm leer. Insofern ist es eine weitere Herausforderung bei sinkenden Steuereinnahmen und vielen Aufgaben, auch diese Herausforderung zu lösen. Jetzt schauen wir uns erst einmal die benötigte Größenordnung an, um dann über die Finanzierungsquellen zu reden. Wir wissen, dass wir für Naturkatastrophen auch das Instrument zusätzlicher Kredite haben. Aber erst einmal geht es darum zu schauen, wie groß tatsächlich der Handlungsbedarf ist. Und dann werden wir auch dafür eine Lösung finden. Lassen Sie mich noch ergänzen, dass die Frage zunehmender Wetterextreme, auch klimabedingt, natürlich eine maximale Herausforderung für die nächsten Jahre mit sich bringen, auch für unseren Landeshaushalt. Und wir werden, wenn wir über Priorisierung von Infrastruktur verstärkt darüber sprechen müssen, dass wir an der Westküste, wo wir gut mit den Klimadeichen aufgestellt sind, wie auch an der Ostküste, wo es Lösungen für Wetterextreme braucht, dass wir hier konzeptionell weiterdenken müssen. Denn wir haben ja zu befürchten, dass Stürme und Fluten deutlich häufiger kommen und in einem höheren Ausmaß. Darauf müssen sich alle in Eigenverantwortung, in kommunaler Verantwortung, in Landes- und Bundesverantwortung einrichten. Frau Arnold, wie groß könnte, Herr Günther hat es erwähnt, der Anteil des Bundes bzw. der anderen Länder denn sein? Womit rechnen Sie da oder können Sie rechnen? Das eine, was wir erwarten, ist, dass Küstenschutz bundesseitig wirklich als Gemeinschaftsaufgabe wie bisher weiterhin ernst genommen wird, auch verstärkt ernst genommen wird, dass die Klimaherausforderungen ernst genommen werden vom Bund und Teil der Infrastrukturförderung für die Küstenländer sind, und zwar verstärkt. Das andere ist die Frage, wie weit es einen Solidarfonds Bund-Länder gibt. Das wiederum hängt von der Größe des Schadens ab. Auch hier erst einmal die Analyse, wie viel Schaden ist entstanden. Aber wie der Ministerpräsident gesagt hat, es ist schon angeteasert beim Bund, dass ein armes Land wie Schleswig-Holstein in einer schwierigen Lage mit einer Jahrhundertflut natürlich erwartet, hofft und darum bittet, dass es Hilfe von Dritten gibt. Nun muss es relativ schnell gehen, Herr Ministerpräsident. Die Deiche sind zum Teil aufgeweicht. Und wenn der nächste Sturm kommt oder die nächste Sturmflut, befürchten Experten, dass das an der Stelle auch Deichbrüche geben könnte. Dann gibt es die Vergaberechte. Da wurde Herr Matzen gestern schon darauf angesprochen, ob man an der Stelle vielleicht etwas machen kann, um auch die Reparaturarbeit schneller auf die Schiene zu setzen. Was ist da von Seiten der Landesregierung geplant? Wir wollen alle Hilfe so unbürokratisch wie möglich leisten und auch so schnell wie möglich und werden uns natürlich genau alles angucken, dass jetzt keine Hinderungsgründe da sind, warum man nicht unmittelbar handelt. Wir haben das auch bei unseren Vorortbesuchen schon sehr deutlich adressiert an diejenigen, die selbst sozusagen die Verantwortung tragen, dass wir uns bei den finanziellen Herausforderungen miteinander unterhalten und das schnellstmöglich klären, dass aber in der Tat so schnell wie möglich auch abhängig
Abhilfe geleistet wird. Denn es ist in der Tat so, da wo im Moment Küstenschutz nicht sichergestellt werden kann, dadurch, dass Deiche auch schon gebrochen sind, muss natürlich unmittelbar auch gehandelt werden. Denn wir können ja nicht ausschließen, wir stehen jetzt vor einem Winter, dass weiteres Hochwasser kommt. Und deswegen muss es so schnell wie möglich gemacht werden. Und ich glaube, dass die Botschaft auch angekommen ist, dass jetzt gehandelt wird, dass das im Mittelpunkt steht und wir die finanzielle Abwicklung, wer trägt welche Lasten, darüber findet ja auch nächste Woche ein Gespräch mit den Kommunen statt und das werden wir dann auch genau konkretisieren. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend.